Wenn Sie zu dieser Stunde und an diesem Ort draußen unterwegs sind, dann deshalb, weil Sie etwas wünschen, was Sie nicht haben. Und dieses Etwas kann ich Ihnen beschaffen. Denn wenn ich seit längerer Zeit und für längere Zeit als Sie an diesem Ort bin und wenn selbst diese Stunde, die Stunde des wilden Umgangs der Menschen und Tiere untereinander, mich nicht von ihm vertreibt, dann darum, weil ich dasjenige habe, womit sich der Wunsch desjenigen, der an mir vorübergeht, befriedigen lässt. Und darin liegt weniger Ungerechtigkeit als männlichen oder weiblichen Geschlechts zu sein, bei Menschen oder Tieren. Nachdem wir die Täler zugeschüttet und die Berge eingeebnet haben, die in uns sind, werden wir uns voneinander entfernen. Sagen Sie mir also, schwermütige Jungfrau, in diesem Augenblick, in dem Menschen und Tiere dumpf knurren, sagen Sie mir, was Sie wünschen und was ich Ihnen beschaffen kann, und ich werde es Ihnen sachte, ehrerbietig, vielleicht liebevoll beschaffen. Ich gehe von einem Punkt zu einem anderen Punkt in privaten Angelegenheiten, die an diesen Punkten und nicht auf der Wegstrecke verhandelt werden. Ich kenne keine Dämmerung und keinen Wunsch und ich will von den Unebenheiten meiner Wegstrecke nichts wissen. Ich ging von diesem erleuchteten Fenster dort oben hinter mir zu jenem anderen erleuchteten Fenster dort unten vor mir auf einer geraden Linie, die durch sie hindurchführt, weil sie sich mit Absicht auf sie hingestellt haben. Denn sie gingen zügig, wie jemand, der sich von einem Punkt zu einem anderen bewegt. Und ich hätte sie niemals eingeholt, denn ich bewege mich nur langsam, ruhig, fast reglos. So wie jemand, der nicht von einem Punkt zu einem anderen will, sondern an einem unabänderlichen Platz denjenigen auflauert, der an ihm vorübergeht und nur darauf wartet, dass er seine Bahn geringfügig verändert. Sie riskieren nichts. Von mir kennen Sie die Unruhe und das Zögern und das Misstrauen. Sie wissen, woher ich komme und wohin ich gehe. Sie kennen diese Straße, Sie kennen diese Stunde, Sie kennen Ihre Pläne. Ich aber kenne nichts und ich riskiere alles. Wahr, jedes benennbaren Wunsch ist bereit, mich mit dem zu begnügen, was man mir anbieten würde. Denn was auch immer man mir anbieten würde, es wäre gewesen wie bei der Furche. Die Furche eines allzu lang brachliegenden Ackers. Da. Sie macht keinen Unterschied zwischen den Saatkörnern, die auf sie fallen. Bereit, mich mit allem zu begnügen, hätte ich in der Befremdlichkeit unserer Annäherung aneinander von Ferne geglaubt, sie würden an mich herantreten. Von Ferne hätte ich den Eindruck gehabt, dass sie mich anschauten. Daraufhin hätte ich sie angeschaut, ich wäre an sie herangetreten, ich wäre bei ihm gewesen. Aus reiner Neugier hatte ich die Hand auf ihren Arm gelegt. Manche Dinge des Kaufs und des Verkaufs sind von der Art, dass sich die Frage erübrigt, ob der Kunde in der Lage sein wird, den Preis dafür aufzubringen oder wie lange er braucht, sich zu entscheiden. Und wenn ich rein hypothetisch zugebe, dass ich völlig lustlos nur darum anmaßen an den Tag gelegt habe, weil sie nicht gebeten haben, sie an den Tag zu legen. In irgendeiner Absicht, die ich noch nicht errate, denn ich bin zum Raten nicht gewahr. Da ich auf jeden Fall um jeden Preis verkaufen und Sie um jeden Preis kaufen müssen. Nun gut, dann kaufen Sie für andere als für sich selbst. So kann die Ware, die Sie mir abkaufen, sehr wohl für jemand anderen nützlich sein, wenn Sie rein hypothetisch dafür keine Verwendung haben sollten.
ich nicht gewonnen. Denn ich kann mein Gedächtnis noch so anstrengen, ich habe nichts gewonnen. Ich bin bereit zu zahlen, was die Dinge kosten, aber ich zahle nicht für den Wind, die Dunkelheit, das Nichts, das zwischen uns ist. Ich lege es nicht darauf an, Sie zu hintergehen und ich verlange nichts, was Sie nicht geben möchten. Die einzige Form der Kameradschaft, die es lohnt, dass man sich darauf einlässt, beinhaltet nicht, dass man auf bestimmte Weise handelt, sondern dass man nicht handelt. Nein, ich werde vor Ihnen an derselben Stelle wie Sie nicht die Pfote hochnehmen. Seien wir gleich. Gleich an Stolz, gleich an Ohnmacht, gleich waffenlos. Bitte, haben Sie im Lärm dieser Nacht nichts gesagt, was Sie von mir wünschten, was ich überhört hätte? Ich habe nichts gesagt. Und Sie? Haben Sie mir in der Nacht, in der Dunkelheit, nichts angeboten, was ich nicht erwarten hätte? Nichts. Also, welche Waffe?